Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Heute habe ich eine kleine Unterstützung dabei, meinen Sohn Lenny. Hallo! Der schaut, ob ich jetzt alles richtig mache, so wie ihr mir das empfohlen habt. Wir befinden uns auf der ersten Insel. Und jetzt, ihr habt mir geschrieben, ich soll die Sachen, die wir jetzt bei Expeditionen rausholen, wo wir verkaufen können, soll ich switchen auf die zweite Insel und dort verkaufen, um an Geld zu kommen. Das habe ich mir gar nicht überlegt. Also ich wusste auch gar nicht, dass es überhaupt möglich ist, die dann dort zu verkaufen. Aber wir übernehmen ja den Fortschritt auch mit. Jetzt hier betreiben wir einfach alles, was uns Geld kostet, betreiben wir und machen jetzt, das habe ich das gerade verkauft oder was? Werden wir einfach hier jetzt machen, auf der ersten Insel, weil da haben jetzt schon bereits 10 Millionen. Ich soll hier auch nichts mehr weiter bauen, geschweige denn Dinosaurier. Aber darf ich spielen? Ja, du kannst dann auch gleich spielen, so. Ich überlasse mal einen Kleinen, ne? Vielleicht weiß er mehr als ich oder besser Bescheid. Er mag natürlich auch Dinos, ich denke, so wie jedes Kind. Wir hatten ja echt ein Problem mit den Velociraptoren hier. Ihr habt mir auch noch geschrieben, dass ich da Doppelzäune hinstellen soll. Das wäre wirklich eine Option. Hier aber natürlich auch fraglich, ob wir das da investieren wollen sollen. Hier sind aber viele. Da sind ganz viele Leute, ganz viele Zuschauer. So, ansonsten haben wir immerhin hier auf dieser Insel keine weiteren Probleme zurzeit. Was machen die? Ich glaube, die vertragen sich da eben ja nicht so ganz so gut, ne? Was macht der? Alles klar. Warum haben wir zwei von denen? Ja, zwei. Sie nicht alleine sind. Weil wir sind nämlich jetzt auch schon so ein bisschen dann Anschlag mit der Forschung. Und es ist wieder unglaublich, wenn ich aufnehme, kommt die Vizekatze, hört das Kascheln. Ne? Neues vollständiges Genom. Jetzt haben wir den wahrscheinlich perfekt hinbekommen. Schauen wir gleich. Was? Ach nee, das, was wir erforscht haben. Wo sehen wir das? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Hier, Dinosaurier. Hier. Wo ist der Velociraptor? Wo ist der Feiner? Da ist eben noch der kleine, böse Fleischfresser. Ja. Wir gehen pleite. Wir switchen mal kurz zurück. Zur Insel. Isla Muerta. Jetzt gucken wir mal, ob wir da noch was reißen können. Also es ist gar nicht mal so einfach. Und ja, ihr habt es ja gesehen, ich habe die Isla Muerta habe ich noch ein zweites Mal, also einmal noch angefangen neu. Das können wir überspringen. Weil ich auch keinen Strom... Super. Alles klar, Stromausfall. Wir haben ja hier extremst Probleme. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir kein... Was habe ich denn hier gemacht? Strom. Vier, drei, zwei, eins, fertig. Mann! Es ist so zum Kotzen. Wir haben doch noch was erforscht. Jetzt Moment. Wo ist jetzt das blöde kleines Kraftwerk? Verbesserte Leistung. Hier, jetzt machen wir den Ausfallschutz rein. Geht das? Das ist doch, oh, das ist doch ab für eine Scheiße. Ah, hier, Ausfallschutz 1. Wir haben zu wenig Geld. Mist. Und wir haben Krankheiten hier. Streift umher. Was ist mit dir los? Farnvergiftung? Ach du Kacke. Ein Ranger-Team, soll ich das mal anschauen hier? Beide haben das. Einverstanden. Mit dem Auto? Bestätige Aufgabe. Schauen Sie sich jetzt beide an und dann könnte die... Zu teuer. Oh, Kacke. Mit dem läuft schon die Zeit davon.
Wo haben wir jetzt schon wieder keinen Strom? Hier ist im Moment gut, da unten wahrscheinlich alles klar. Okay. Wir sollen ja hier dann neben den Gebäuden einfach diese Verteilungskästen hinstellen. Aber ich glaube, ich kann mir das auch durch 20.000 kann mir das tatsächlich leisten. Das gibt es ja gar nicht. Doch zu teuer. Mist. Oh Gott. Fossilien ansehen. Was haben die gebracht? Jetzt können wir das machen. Jetzt verkaufen wir das hier. Erforschen werden wir alles auf der anderen Insel. Das heißt, Expeditionskarte-Insel. Dass wir jetzt erstmal zurückswitchen. Matanzeros. Und natürlich dort dann das Forschungsteam nochmal losschicken. Und hoffentlich an DNA kommen, die wir auf der zweiten Insel teuer verkaufen können. Das kennen wir alle schon. So. Ah, oh, hier ist viel schöner. Gut, jetzt könnten wir auch kurz, ich weiß, ihr habt geschrieben, eigentlich soll man da nicht noch Dinosaurier ausbrüten, aber das machen wir jetzt trotzdem, weil der Velociraptor ist auf 100% und ich möchte jetzt mal versuchen, da einen Gnom zu modifizieren. Das hat er nicht hingehauen, aber ich glaube jetzt bei dieser Qualität Lebensfähigkeit minus 5%. Okay. Alpinmuster, das bestätigen wir. Wir züchten mal irgendwie was ganz Komisches. Starke Heilung, intuitives Lernen. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Gute Verdauung. Ein Nullgenie. Wir machen besser gute Verdauung. Härte der Zähne. Wollen wir aggressiv? Nein, 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 nein. Wir machen das. Wir riskieren das jetzt. Zurück. Ausbrüten. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ne, ich glaube, einer reicht. Wir haben hier was. Neu. Hier können wir weiter. Ja, wir werden das hier jetzt einfach alles erforschen aufs Maximum, solange da auch das Geld da ist. Das hätte ich vielleicht bei der Heilung weitermachen sollen. Okidoki. Die sind auch zurück. Gleich wieder losschicken. Standort erschöpft, genau. Velociraptor, jetzt weiß ich, was bringt. Okay, wir können doch, wir schicken die mal hin. Vielleicht, Velociraptor haben wir 100%. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass die da hier trotzdem noch Sachen bringen, mhm, wo wir auf der zweiten Insel verkaufen könnten, damit wir dort Geld haben, um auch unser Kraftwerk weiter aufzurüsten, damit wir nicht immer Stromausfall kriegen, weil das ist schon so ein bisschen mühsam. Mal kurz drehen. Habt ihr noch Essen? Vier von fünf, das ist schon mal sehr gut. Und da hatten wir auch noch was. Darf ich mal mit dem 9 von 10. Was möchtest du? Mit dem Auto mal. Mit dem Auto fahren. Okay. Bitteschön. Ist das schwierig? Das merkst du gleich. Aber er fährt selber wieder zurück, oder? Ja. Sturm trifft ein. Oh, es gibt einen Sturm. Gibt es einen Sturm? Ein Sturm. Auf Sturm getroffen. Okay, jetzt Moment kurz. Darfst gleich weiterfahren. Darfst du gleich weiterfahren? Wir sollten. Rangestation, Akku. Sturmabwehrstation. Wo steht die andere? Doch, das hier ist eins hier. Wir müssten fast hier irgendwo. Puh, ich will so nicht so schnell. Vielleicht hier noch was. Wenn. Na okay, das ist natürlich jetzt zu uneben.
Und eine Straße dazu. Alles klar. Wie hast du das Auto gemacht? Hier, warte. So. Mit R da. Diese Taste. Und dann kannst du jetzt rumfahren im Park. Schauen wir uns den mal aus dieser Sicht an. Mhm. Bleiben Sie achtsam. Aber können wir die Leute bitte fahren? Ich hoffe nicht. Ich will nicht runter, gell? Nein. Jetzt kannst du ins Dinosauriergehege fahren. Wo ist das? Ja, eine Ziege. Schau mal an, da hinten. Die Ziege. Ach, die lassen. Oh Mann. Geht weg. Ja, die gehen auf die Seite. Boah, aber jetzt haben da echt schon viele Leute im Park, hä? Okay, alles klar. Geht weg. Auf die Seite, mitten durch die Menschenmenge. Wenn sie nicht vom Dinosaurier getötet werden, sterben sie wahrscheinlich bei uns sitzt. Da hinten ist das Tor. Das Tor ist selber zu? Ja. Aber das sind dann die Fleischfresser hier. Wir gehen mal gucken, was passiert. Velociraptoren, die werden uns unter Umständen angreifen. Hallo? Wir können eigentlich schießen. Nee, da müssen wir nicht schießen. Der ist gerade. Wie konnte ich hier ein Foto machen? So. Gibt es ein bisschen Geld? Ja, Belohnung einsammeln. Alles klar. Unsere Anlagebewertung ist großartig. Darf ich fahren? Ja, da hinten ist auch einer. Mal kurz gucken, wie die Velociraptoren reagieren. Von denen haben wir nämlich doch keinen. Was macht der? Der ist eine Ziege. Alles klärchen. Ich habe nicht gewusst, der Ziegen ist. Da hatten wir jetzt zwei drauf. Das sollte, glaube ich, auch um. Oh, 21.000. Noch so gerne. Ja, die verstehen sich nicht so ganz so gut, ne? Okay. Ist dir das, was ihr mir auch in die Kommentare geschrieben habt, dass auch wenn es Fleischfresser sind... Ja, klar. Auch wenn es Fleischfresser sind, dass die sich halt da nicht so verstehen. Ich bin raus. Ja, einfach zum Tor. Oh! Du kannst das. Ja. Super. Ja, das sind Zuschauer und niedrige Gesundheit. Moment, Moment, Moment. Was haben wir für ein Problem? Wo ist das? Was? Ist doch irgendwo... Ah, der Dino wahrscheinlich. Moment. Ist das da hier? Ich hoffe, das hat jetzt so funktioniert mit diesem... Hi. Ja, ihr seid gleich ein Rudel. Lauf! Ja, ja, das ist schon, also mit diesem Alpinmuster, was wir da reingehauen haben, das macht schon extremst viel aus. Mal gucken. Durchs Wasser und weg ist er. Lauf wieder mit dem Auto fahren? Ja, gleich. Oh, wir haben noch einen Dinosaurier zum Freilassen hier. Das habe ich ganz vergessen. Hi, den haben wir nämlich, glaube ich, auch so ein bisschen durchmodifiziert gehabt. Ja, klar, mit dem Muster. Schön siehst du aus. Oh, du bist schön. Das ist ein schöner. Ich sag das mal so frei heraus. Wir beide sind ein bärenstarkes Team.
So, nein! Alles klar. Okay, jetzt sollen wir hier DNA extrahieren. DNA extrahieren. Velociraptor haben wir 100%. Ich gehe jetzt einfach stark davon aus, dass wir jetzt das nämlich verkaufen können. Jetzt lasse ich die drei drin. Das gibt 72.054, 100er. Oh, sehr gut. Das können wir auf der zweiten Insel dann auch sehr gut gebrauchen. Eine Reise besteht eigentlich nur aus einigen kleinen, manchmal zufälligen und chaotischen Schritten. Und Sie haben gerade einen Schritt gemacht. Alles klar. Darf ich mit dem Auto fahren? Yep. Moment, wollen wir gleich noch die Forscher noch mal losschicken? Was machst du hier? Bassgehege. Insel freigeschalten? Wir haben eine neue Insel. Ja. Wie geil. Bauen Sie die ultimative Anlage ohne ausreichendes Budget. Oh Gott. Keine Aufträge oder Missionen. Sie müssen weder auf Abteilungsruf noch Aufgaben Rücksicht nehmen. Geschichtlichen Lebens und Sterbens. Das Vermächtnis von Isla Nublar, nicht Hermanns Traum eines Jurassic Parks, sondern etwas viel Passenderes. Alles klar. Wir haben, es ist Sandbox hier. Bauen Sie die ultimative Anlage ohne ausreichendes Budget. Sie müssen weder auf Abteilungsruf noch Aufgaben Rücksicht nehmen. Sollen wir da hingehen? Ja, Moment. Verwenden Sie die Dinosaurier, Gebäude und Upgrades, die Sie auf den Las Chincho Muertes freigeschaltet haben. Bitte, wo? Also wenn wir... Nee, wir gehen jetzt... Da können wir nachher sicher auch noch hin. Weil... Darf ich mit dem Auto fahren? Du möchtest mit dem Auto fahren. Ja. Ich möchte kurz hier noch... Kannst gleich fahren, Lenny. Mhm. Weiter Forschung betreiben kurz. Ob schon, ich denke, switchen können wir trotzdem. Was haben wir hier? Lufeng-Formation. Die haben wir losgeschickt noch. Sollten wir... Ich drücke immer falsch. Inselnavigation. Jetzt gehen wir kurz hier hin. Weil einiges können wir gar nicht upgraden. Das können wir erst auf weiteren Inseln. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen verwirrt. Aber Sandbox wäre natürlich mega cool. Wenn wir den Fortschritt auch mitnehmen. Aber da ich ja das Geld so gerne schnell wieder ausgebe. Deswegen lasse ich mir jetzt gerade so ein bisschen Zeit. Ich habe schon die zweite Insel nicht im Griff. Ja, kein Strom. Das ist so scheiße. Darf ich ein Auto fahren? Ja. Jetzt kurz die Fossilien verkaufen hier. Verkaufen. Ja, da sind wir ganz sicher, weil wir haben den auf 100% erforscht. So, jetzt gibt es wieder ein bisschen und wir haben schon wieder Krankheiten. Oh nein, uns sterben die Dinos weg. Jetzt muss das Ranger-Team kurz selbst bauen. Schau. Dahin. Aufgabe erhalten. Der zweite. Füge Aufgabe hinzu. Das muss repariert werden, sehe ich gerade. Oh Mist. Und das Geld auch gleich wieder alle. Jetzt fahren sie da rein. Jetzt hoffe ich, dass die den heilen. Dann könnten wir gleich noch aus zweiten. Ich hoffe, das reicht. Ja, die können noch nichts machen. Wir müssen unbedingt. Vielleicht darf ich mit dem Auto fahren. Ja. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir
die Krankheiten noch so ein bisschen erforschen können. Das werde ich jetzt machen, weil das dauert ja eben ein paar Minuten. Und mal schauen, ob wir vielleicht schon dann in der nächsten Folge diese Sandbox-Insel mal besuchen werden, mal kurz reinschauen, um uns zu vergewissern, wie es genau funktioniert, ob wir den Fortschritt alles mitnehmen oder nicht. Mhm. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution, unserem Chaos-Projekt mit Dinosauriern. Schön, wart ihr mit dabei. Bis dann. Tschüss. Tschüss.